Herzlich willkommen zum neuen Video. Die Sonne scheint. Es ist richtig, richtig schönes Frühlingswetter. Ich lade euch herzlich ein, mit reinzuschauen. Heute werden ungefähr 10 eurer Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen inspirieren kann oder vor Fehlern bewahren. Diese Antworten beruhen halt auf 10 Jahre Vanlife-Erfahrung. Ja, dann lasst uns mal starten. Als nächstes geht es nochmal um die Toilette. Ich hatte ja zuerst eine Chemietoilette und war damit an einem Wochenende unterwegs und habe sofort meine Meinung geändert und habe mir eine Trockentrenntoilette angeschafft und war jetzt damit auch schon unterwegs und bin total zufrieden. Also die Entsorgung ist viel einfacher bei den Chemietoiletten. Da muss man halt immer eine Entsorgungsstation finden und die Trockentrenntoiletten, da reicht Mülleimer. So, jetzt soll man hier mechanisch die Milch aufschäumen können. Das ist Hafermilch Barista, die lässt sich eigentlich sehr gut aufschäumen. Auch allein, wenn man Umweltbedingungen in Betracht zieht, ist halt eine Trockentrenntoilette umweltbewusster. Man braucht keine Chemie. Ich habe immer Abfallsäcke, die biologisch abbaubar bzw. kompostierbar sind. Das macht sich super und ist von der Handhabung viel einfacher. Dann geht es nochmal ums Thema Kerzen hier im Van. Also da ist mir auch ein Anfängerfehler passiert. Und zwar habe ich eine Nacht eine Kerze angelassen und bin zum Glück am nächsten Morgen wieder gesund erwacht. Und wollte dann aufstehen und mir einen Kaffee kochen am Kocher. Und das Gas ging nicht an. Da hatte ich zu wenig Sauerstoff im Auto. Und dann habe ich ein bisschen gelüftet und dann ging es. Es ist nicht zu unterschätzen, kauft euch CO2-Warner. Wurde mir oft geraten und ich dachte immer, mache ich dann mal. Aber jetzt habe ich welche. Oh, sieht sehr lecker aus. Wollt ihr mal sehen? Ich bin jetzt nicht so der Kaffee-nah. Ich mag Kaffee gern. Ich trinke morgens eine Tasse Kaffee oder einen Pott Kaffee und nachmittags einen Pott. Dass ich jetzt den Kaffee brauche, das kann ich jetzt nicht so sagen. Jetzt zum Thema Abwasser. Ich habe mich ja von Anfang an dagegen entschieden, eine Spüle zu haben, weil ich jetzt nicht die große Köchin hier im Van bin. Ich mache mir auch mal Nudeln mit irgendwas und so. Aber ich koche mir jetzt hier kein Drei-Gänge-Menü. Und daher habe ich mich dafür entschieden, den Platz anderweitig zu nutzen und mir keine Spüle einzubauen. Ich habe meinen Wasserkanister, der ist mobil. Den kann ich von da nach da, nach da, nach da stellen. Der ist hier nirgendwo verbaut. Dafür habe ich den Stauraum anderweitig nutzen können. Und aus meinem Wasserkanister entnehme ich das Wasser in eine Schüssel, wasche dort ab und dann habe ich noch einen Abwasserkanister. Da passen 10 Liter rein. Der wird dann halt ganz normal entsorgt. Also ich habe meine Spüle noch nie vermisst. Dann habt ihr gefragt, Routenplanung. Ich bin in meinem normalen Leben ein absolut strukturierter, geplanter Mensch. Und in meinem Urlaub, auf meinen Reisen, bin ich das absolute Gegenteil. Ich fahre einfach los und habe im Hinterkopf wenigstens das Land oder die Landschaft, Berge, See, Meer und so weiter. Und dann fahre ich einfach los. Ich mache keine Routenplanung. Ich nutze Google Maps zum Navigieren. Ich habe nicht mal ein Navigationssystem hier im Auto. Da nutze ich einfach das Handy. Da kann ich euch aber auch noch einen Tipp geben. Wenn ich die Handy-Navigation nutze, dann gebe ich bei Option immer Autobahn meiden ein. Auf einer Autobahn sieht man nur Beton, 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 Autos. Bei der Routenoption Autobahn meiden, da kommt ihr durch die schönsten Bergdörfer, wo ihr sonst nie lang gefahren wärt. Also ganz nebenbei nochmal, das Ding ist gut, der Schaum hält richtig lange. Kann ich empfehlen. Dann ging es darum, jeden Tag fahren oder auch mal einen Tag Pause. Also das kommt natürlich drauf an, wie viel Zeit ihr habt und wie weit ihr kommen wollt. Als ich im Balkan war, da habe ich das so gemacht. Ich bin zwar von Berlin losgefahren, aber offiziell ging die Tour erst in Kroatien los. Bis Kroatien bin ich durchgefahren, also mit kürzeren Pausen. Und
In Kroatien bin ich dann gestartet in Zagreb und bin wirklich von Stellplatz zu Stellplatz ohne Stress, ohne Hektik und bin bis Griechenland gekommen, aber nicht in Griechenland reingefahren. Ich war 5 Kilometer vor der griechischen Grenze und dann habe ich umgedreht und bin eine andere Strecke zurückgefahren, wieder bis nach Zagreb und von Zagreb bis Berlin bin ich dann wieder durchgefahren. Das müsst ihr euch durchplanen, wie viel Urlaub ihr habt oder wie viel Zeit ihr habt für eure Reise und was ihr in der Zeit alles sehen wollt. Ich fand es ganz praktisch, jeden Tag immer so ein bisschen zu fahren, weil ich hatte ja diese große Kühlbox dabei und habe keine Solarpaneele auf dem Dach. Das heißt, ich habe Strom, wenn ich fahre. Ich lade alles, wenn ich fahre. Ich habe ja eine richtige Steckdose hier an Bord und USB-Anschlüsse. Und dann habe ich meine Powerstation. Die wurde jedes Mal geladen beim Fahren. Handys, Powerbanks, die Kühlbox und die hält auch schon mal eine Nacht aus ohne Strom. Also ich glaube, ich bin jeden Tag gefahren, aber immer nur kurze Strecken. Ihr habt gefragt, wo ich einkaufe. Also ich mache das meistens so, ich nehme wirklich nur eine Grundausstattung mit. Auch an verderblichen Sachen, die gekühlt werden müssen. Nur wirklich für den ersten Tag oder für 2 Tage. Und den Rest, es gibt in jedem Land einen Supermarkt. Also in anderen Ländern haben die sogar am Wochenende offen. Sonnabend, Sonntag, was ja in Deutschland nicht so ist. Ihr werdet nicht verhungern. Und ich mag es vor allem auch woanders einzukaufen, um neue Sachen zu kosten. Spezialitäten des Landes. Wenn ich mir das ganze Auto voll deutscher Nahrungsmittel voll bunker, kann ich auch gleich in Deutschland bleiben, kulinarisch gesehen. Dann wolltet ihr wissen, wie viel Wasser und so weiter man verbraucht. Ich habe das mal gemacht. Ich habe das einfach mal für eine Woche getestet. Wie lange hält meine Strombox, also meine Powerstation? Wie viel Wasser verbrauche ich durchschnittlich am Tag? Und das habe ich mir alles mal notiert. Das liegt hier in meinem kleinen Notizbüchlein. Und wenn ich dann 3 Wochen auf Reise gehe, kann ich das einfach viel besser einplanen. Als ich das erste Mal losgefahren bin mit Venner, da hatte ich ja, das war ja der Übergang von PKW zu Venner und hatte plötzlich viel mehr Platz und Stauraum. Da habe ich mir Werkzeug eingepackt. Hammerzange, alles, was man so brauchen könnte. Aber im Endeffekt habe ich es alles wieder ausgepackt, weil wenn hier irgendwie mal was passiert mit dem Auto, dann würde ich einfach den ADAC anrufen. Ich würde mich jetzt nicht hier auf die Autobahn legen und mein Rad wechseln. Und darum habe ich einfach das Werkzeug wieder ausgepackt. Ich habe ein paar Kabelbinden dabei, ein bisschen Schnur, Kleber und das war's schon. Ihr habt gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen Sommer- und Winter-Vanlife. Also bei mir persönlich gibt es einen Unterschied, denn das Auto ist ja nicht so groß. Im Winter zum Beispiel braucht man viel mehr voluminöse Anziehsachen und im Sommer braucht man zum Beispiel die Kühlbox. Also im Winter ist die Kühlbox nicht im Auto, da habe ich meine Skiklamotten, meine ganzen Wanderschuhe. Wenn die Schuhe nass werden, braucht man nächsten Tag ein paar frische trockene Schuhe. Die trocknen halt nicht so schnell hier im Auto. Also dadurch braucht man viel mehr Klamotten. Und im Sommer sind die Sachen viel dünner, die kann man mal durchwringen, mal durchwaschen. Und da steht halt die große Kühlbox hier mit im Auto, weil ich den Luxus genieße, auch mal ein kaltes Getränk zu trinken oder mal einen Joghurt zu essen, der gekühlt werden muss. Das macht schon einen Unterschied zwischen Sommer- und Winter-Vanlife. Welche Kleidungsstücke liegen hier im Van? Ja, es gibt hier drin immer eine Grundausstattung. Eine Grundausstattung an Regensachen, also eine Matschhose, eine Regenjacke, wetterfeste Schuhe. Im Sommer habe ich hier immer ein Handtuch, ein Bikini oder einen Badeanzug und ein paar Flipflops im Auto. Dazu kommt dann nochmal ein dicker Pulli oder eine dickere Jacke, wenn es abends kälter wird. Das ist einfach nur für spontane Sachen. Wenn ich denn starte, dann packe ich natürlich noch ein paar mehr Sachen ein. Die nächste Frage war Schlafsack oder Bettdecke. Das ist bei mir auch wetterabhängig, also jahreszeitenabhängig. Im Winter habe ich meinen Schlafsack und eine Bettdecke. Und wenn es dann nicht mehr so kalt ist, dann gibt es einfach nur eine Bettdecke ohne Schlafsack. Der bleibt dann auch zu Hause, dass ich mehr Platz für andere Sachen habe. Die nächste Frage, wie ich dusche. Ja, das ist immer eine gute Frage. Also ich habe eine
Campingdusche. Die kann man vergleichen mit so einem Drucksprüher. Aber da gibt es noch diverse andere Sachen auf dem Markt. Also ich habe persönlich diesen Drucksprüher, den habe ich mir schwarz angemalt. Der wird in die Sonne gestellt. Der erwärmt das Wasser und dann kann ich zweimal duschen mit 10 Liter Wasser. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit einem USB-Anschluss eine Pumpe anzuschließen. Dann hat man einfach nur einen Eimer oder irgendwas, wo man Wasser reinmacht, steckt den Stecker in den USB-Anschluss. Das Wasser wird aus dem Eimer gepumpt und man kann damit duschen. Solch eine Möglichkeit gibt es auch. Dann gibt es diese normalen Plastiksäcke, Gartenduschen. Einfach mal bei Google eingeben, aber davon bin ich nicht so überzeugt. Davon hatte ich schon 2 Stück, die sind mal richtig schnell kaputt gegangen. Die sind natürlich auch sehr platzsparend, wenn kein Wasser drin ist, einfach zusammengerollt und in irgendeine Ecke gelegt. Dann kann man sich auch in einem See frisch machen. Man muss ja nicht immer gleich Seife benutzen. Oder wenn es dann kühler ist, in der kühleren Jahreszeit, dann mache ich das so, dann miete ich mir eine Nacht auf dem Campingplatz. Oder Autohöfe, da gibt es auch Duschen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und früher haben sich die Menschen auch nicht morgens und abends geduscht und haben auch überlebt. Man kann es übrigens auch trainieren, auch als Frau. Meine Haare werden zum Beispiel meistens nur einmal in der Woche gewaschen. Dann gibt es noch Duschen in Freibädern. Gerade im Sommer kann man sich mal eine Stunde ins Freibad begeben und dann kann man dort auch gleich duschen. Wo bekomme ich frisches Wasser her? Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich gerade bin. Entweder, wie gesagt, mal eine Nacht auf dem Campingplatz oder im Winter, da nutze ich auch oft Schnee, taue mir Schnee auf. Dann habe ich einen Wasserfilter an Bord, einen mobilen. Da kann ich auch aus klaren Bergseen oder Flüssen, Quellen mir Wasser nehmen. Ich koche es ja eh auf und trinke es nicht so. Dann geht's um Stromversorgung. Ja, wie gesagt, ich habe keine eigene Stromversorgung. Ich habe keine Solarpaneele auf dem Dach und habe eine Powerstation. Die habe ich auch in einem Video schon vorgestellt. Verlinke ich euch mal hier oben. Die hält für meine Bedürfnisse circa eine Woche. Damit lade ich Powerbanks, damit lade ich Handy. Und wenn ich zwischendurch mal fahre, wird die auch beim Fahren geladen. Ansonsten verbrauche ich ja nicht viel Strom. Ich lade meine Handys, ich lade meinen Laptop, wenn ich eins dabei habe. Und ich lade meine Kamera-Akkus. Und das war es auch schon. Viel mehr Strom braucht man gar nicht. Ich habe ja keine Heizung, die hier mit Strom läuft. Ich habe keinen warmen Wasserboiler. Das ist alles nicht nötig. Für meine Bedürfnisse natürlich. Das muss jeder für sich selbst wissen. Wie wasche ich meine Wäsche? Also, ich sag mal so, 3 Wochen Balkan brauchte ich nirgendwo Stationen machen, um Wäsche zu waschen. Ich hatte einfach genug Wäsche dabei. Gerade im Sommer braucht man ja nur kleine T-Shirts und da kann man 10 Stück von einpacken. Und wenn es wirklich mal schmutzig ist, dann wäscht man es halt mal mit der Hand durch. Aber wie gesagt, man kann ja immer noch Station auf einem Campingplatz machen. Da kann man abends warm duschen und morgens. Da kann man Wäsche waschen, da kann man Wasser auffüllen. Diese Option, die gibt es ja immer. Wie ich Ordnung halte. Ja, da ist mein Tipp. Legt immer alles an dieselbe Stelle. Nach kurzer Zeit werdet ihr euch merken, wo was ist und ein Handgriff und ihr sucht nicht das Feuerzeug abends im Dunkeln, weil ihr eine Kerze anzünden wollt. Wenn ihr mal alles an dieselbe Stelle legt, dann wisst ihr, wo es ist. Und ganz wichtig, wenn ihr mal aufräumt, ausräumt, ausmistet und sauber macht, auch hinterher legt ihr einfach alles wieder an dieselbe Stelle. Schwierig wird's, wenn ihr denkt, ach, ich fahre ja jetzt in den nächsten Tagen nicht los, das brauche ich noch im Haus oder das brauche ich noch in der Wohnung. Das nehme ich dann wieder mit, wenn es losgeht. Das vergesst ihr garantiert. Also lasst euer Auto bestückt. Habt lieber manche Sachen doppelt, einmal in der Wohnung und einmal im Van. Dann ist es garantiert immer da. Dann gab es die Frage, ob es erlaubt ist, dass Cassie vorne mitfährt. Ich habe mich da belesen in der SCVO. Ich bin natürlich jetzt kein Anwalt, Richter, Polizist oder so. Und das, was ich jetzt sage, ist einfach meine Einschätzung der SCVO. Da steht drin, dass Hunde gehören zur Ladung. Es gibt keine besonderen Regelungen für Hunde. Und sie müssen wie Ladung gesichert werden. Und das ist Cassie. Sie bekommt ihr Geschirr an und wird dann angeschnallt mit einem ganz normalen handelsüblichen Hundegurt.
und dann ist sie dort als Ladung verankert, sozusagen. Ich wurde noch nicht angehalten. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja ein Polizist unter euch, der da mal was in die Kommentare schreiben kann. Ist das erlaubt oder nicht? Ich habe herausgelesen, Hunde werden als Ladung deklariert im Auto und Ladung muss sicher verankert werden. Und mit dem Anschnallen bin ich der Meinung, habe ich meine Cassie-Ladung sicher verankert. Ja, ich habe dazu auch noch mal mir einen Screenshot gemacht und zwar steht in der SCVO direkt drin, Hunde gelten als Ladung. Die Ladung, einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen, sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Ich denke mal, damit ist es erlaubt, wenn ich Cassie anschnalle, dass sie dort sitzen darf. Ist ja immer so, wenn es nicht direkt drin steht, dann kann man das ja immer so oder so sehen, ne? Also das kommt natürlich auch immer auf denjenigen an, der die Verkehrskontrolle durchführt. Hat der an dem Tag schlechte Laune, ist ihm irgendwas über die Leber gelaufen oder er ist mit dem linken Bein aufgestanden, dann hat der garantiert irgendwas zu bemängeln. Ist egal, ob es der Hund ist oder irgendwas anderes. Aber hat derjenige, der die Verkehrskontrolle durchführt, gute Laune? Dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Gleich bellt Cassie, weil hier Leute langlaufen. Eine Frage war noch, wie ich die Thermomatten oben befestigt habe. Und zwar sieht man das ja, ne? Ich habe ganz einfach Spanngummis gespannt zwischen der Gardinenstange und der Hutablage. Und dort habe ich sie dazwischen geklemmt. Ja, das war erstmal das Q&A zu dem Thema Vorurteile, Erfahrungen und Fehler in meinem Vanlife. Also das sind alles wirklich meine ganz persönlichen Meinungen und Erfahrungen. Jeder sieht es anders. Aber was ich endlich mal in einem Video loswerden wollte, ich möchte mich ganz herzlich bei die ganzen PayPal-Unterstützer bedanken, die mir einfach auch mal einen Kaffee spendieren. Ich möchte jetzt ungern die Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das so in der Öffentlichkeit haben wollen oder nicht. Daher bedanke ich mich anonym an alle, die mir im letzten halben Jahr über PayPal Geld geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Dann gab es auch noch viele Fragen zu Ausrüstung, aber ich glaube, das würde dieses Video sprengen. Wenn ihr Fragen zur Ausrüstung habt, stellt die doch gern. Entweder schreibt ihr mir eine E-Mail, schreibt es in die Kommentare oder bei Insta als private Nachricht. Und dann mache ich nochmal ein Q&A zum Thema Ausrüstung. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit einigen Tipps und einigen Anregungen. Und wenn alles gut geht, werdet ihr nächste Woche mal kein Vanlife-Video sehen, keine Vanreise, sondern wenn es die momentane Situation zulässt, dann schnalle ich mein Backpack auf, lasse Cassie zu Hause bei meiner Familie, steige in mein Flugzeug und werde nach Sansibar fliegen. Lasst euch überraschen, schaut einfach nächste Woche mal wieder rein. Bald!